So, Levels. Alfred Iron Jaw. Gut, das, das und das. Perks. Alfred Iron Jaw, den könnten wir auch zum Tank machen mit 77. Der kriegt auch Kolossus, glaube ich. 96 schon nice. Gustav. Plus 3. Das ist nicht so geil. Da definitiv, zumindest mal über 40. So, Gustav, Gustav, Gustav. Was mache ich mit dir? Du kriegst Steel Bro. Adelbert, plus 3, sehr schön, plus 3, plus 3. So, das ist Crippling Strike. Rotation ist, glaube ich, gar nicht so schlecht bei dir. Execution. Was mache ich mit dir? Du kriegst Rotation. Olaf plus 5, nice. Der wird noch zum Fernkämpfer, ich sag's euch. Oh, das hier sieht beides übel aus. Wenn er zum Fernkämpfer wird, braucht er auch einen Crippling Strike. Cool. Ja. Zurück nach Lauenstadt. Oh, die Nahrung ist schon wieder alle. Nidum, nidum. Ich mache meine Leute gerade sehr unzufrieden. Dissatisfied. Tja. Ich kaufe euch jetzt was zu essen, versprochen. Sofern es da was gibt zum Essen. Ich hoffe es einfach mal. Wir haben ja hier eine Schweinefarm hier. Gut. Ja, ist allerdings alles schweineteuer hier, was es zum Essen gibt. Eigentlich nur das Korn leisten. Müssen wir noch kurz sagen, dass die Sachen operiert werden sollen. Brauche ich diese Rüstung hier noch? Ja. Ja. Man gebrauchen. So, aber das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das und das auch nicht, das nicht. Okay. Gut, das war diese Karawane, gell? Starkendorf. Gucken, wie weit Starkendorf weg ist. Starkendorf. Was ist ja direkt hier? Geht aber kein Weg hin, oder? Nee. Das heißt, ihr müsst einmal so außen rum. Wir müssten alles bekämpfen, was wir auf dem Weg treffen. Erzeugt mich nicht so wirklich. Immer lieber mal gucken, was die Felle kosten. Wenn die günstig kaufen können. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Na, die Hälfte von den 2000, die wir brauchen, haben wir jetzt. Geht aufwärts. Felle 303. Vernünftiger Preis. Gucken, was das noch für ein Auftrag ist, ob wir es noch ein bisschen günstiger kriegen. Was sind wieder Gegner? Machen wir. Sieht wieder so aus wie der letzte Auftrag etwa vom Preisniveau her.
Nein, du wohnst, okay. Wo sind die? Achso, ich muss den Tracks folgen. Okay. Da sind sie. Oh, nur Thugs. Das ist sogar noch einfacher als das letzte. Er wird vielleicht keine so großen Töne spucken, denn so top ausgerüstet sind wir noch nicht. 7 Thugs. Okay. Müsste aber machbar sein. Sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig werden, hoffe ich. Schild hoch. Schild hoch. Schild hoch. Wer ist dangerous? Da unten der oder den kann ich nicht erreichen. Nehmen wir den. Die habe ich, hab ich eben noch keine Waffe gegeben. Ups. Dafür ziehe ich mal nach oben. Ich glaube, da unten wird es ungemütlich, wie es aussieht. Mist. Spearball hat wieder nicht funktioniert. Vielleicht haben die oben mehr Glück. Dem muss ich dringend eine Waffe geben. Da muss ich echt dran denken. Warsguide. Oh, lebt noch. Betonung auf noch. Yes, geköpft. Sehr gut. Das sorgt immer gleich für einen Moral-Hit von den anderen, wenn man einen köpft. Okay. Ja, gut, durch den vollgerüsteten hier werden sie nicht gut durchkommen. Da unten können sie schon mehr Damage machen. Die tun wir schon eher so machen da. Was Guide. Jetzt er dann. Der ist echt hilfreich, der Warsguide. gehe ich hier jetzt in die Offensive rein? Ja, ich denke schon. Gut. Mit seiner Axt da unten nervt mich noch ein bisschen. Denn die Axt, die kann auch Critical Hits machen. Gut. Lash. Der schlägt am Schild vorbei. Trifft aber nicht. Mist. Der trifft aber. Nur einmal.
So, Horsgrade geht in Stellung. Axt. Köpf ihn. Yes. Funktioniert mal gut mit unseren Zweihändern zurzeit. Armbrustschütze macht auch, leistet auch ganze Arbeit heute. Gut, und er flüchtet. Das heißt, die Axt ist keine Gefahr mehr. Ich hau ihn aber trotzdem um, weil ich es kann. Damit dürfte das hier auch im Sack sein. Denke ich mal. Noch da oben der Heini. Der will nicht mal flüchten. Der Ding kann auch gewinnen. Vom Gegenteil überzeugen. Sehr gut. Looten. Na, ein paar Knüppel gab es wieder. Das reparieren. Oh, einer ist wieder gelevelt. Wolf hat. Plus 3. Oh, das ist wirklich übel. Kriegt er die beiden Perks? Gut. Zurück nach Hellewatt. Jetzt müssten wir uns die Felle leisten können. Also durften die noch ein bisschen günstiger werden. Leisten konnten wir uns vorher schon. Felle 295, jawohl. Dankeschön. Und da ist ein günstiger Speer, den nehme ich auch noch mit. Dafür verticke ich das Ding. Das und das. Das. Gut. Gut. Dann geht's zurück in die Trade City, um die Felle zu vertickern. Noch müsste schon wieder Nahrung vergessen. Zu gucken, ob es da was gibt. 295 gekauft, für 400 verkauft. Perfekt. Hat sich gelohnt. Warum gibt es immer noch keine günstige? Schade. Karawane will ich immer noch nicht machen. So, mal kurz gucken, wo haben wir denn hier noch Futter? Produziert hier jemand Futter? Hunter. Nicht wirklich. Mir ist noch hier, ne? Dem Hunter. Ich hoffe mal, der hat ein bisschen was erlegt. Dass die Nahrung da günstig ist. Allerdings geschlossen gerade. Dann campen wir hier eine Runde. Und wieder ist die Nahrung alle. Das heißt, jetzt muss ich etwas kaufen hier. 62. Auch teuer, aber so ein paar Beeren und sowas. Bisschen Abwechslung sorgen, dass die Leute nicht wieder durchdrehen. Noch eine günstige Rüstung. Brauchen wir die noch?
Eine könnte man noch brauchen, ne? Für Ulf. Okay. Kannst du die hier anziehen? So, wir haben noch ein Speer. Den kriegst du. Für den eigentlich noch einen Helm, einen günstigen. So ein Teil halt. Okay. Gut. Den Auftrag werde ich mir mal angucken, aber wohl nicht annehmen. 820, alles klar. Sattel in the Southeast. Ich soll nur irgendwas dahin liefern. Für 820 Gold. Ja gut, Sattel ist da unten und ich bin da oben. Vergiss es. Sorry, ey, aber nö. Gut. Moment. Was haben wir hier? Ein Butcher. Nö. 10 Leute reichen mir erst noch. So, wo kann man einen neuen Auftrag kriegen? Hier kriegen wir keinen. Den haben wir gemacht. Die hatten, glaube ich, nur noch die Karawane da irgendwo hin. Immer noch Starkendorf. Was? Eine Frau am Wegesrand. Mein Großvater ist in den Brunnen gefallen. Ja, komm, da helfen wir mal. Oder sollen wir Adelbert hinschicken, um dir zu helfen? Na komm, wir helfen ja alle. Der Alte spalt uns voll hier. Und während der Alte, den wir aus dem Brunnen gezogen haben, uns vollgeschwallt hat mit irgendwelchen alten Kamellen, war Robert de Wolf mit der Frau in ihrem Haus drin. Und die Frau, so steht's hier, die Frau selbst trägt ein wenig Wärme in ihrem Gesicht. Also ich denke, man kann sich denken, was passiert ist. Auf jeden Fall ist Robert de Wolf jetzt sehr zufrieden. Der ist jetzt total glücklich. Ist okay. Unser Bogenschütze hier. Alles klar. Das Bogenschütze hat ein kleines Schäferstündchen eingelegt. Während die anderen die Arbeit arbeiten mussten. So ist das. Aber wenn es ihn glücklich macht, hat sich's gelohnt. So, die Events teilweise sind echt sehr lustig, wenn man sich mal durchliest. Ich kenne die meisten halt schon. So, Starkendorf. Auch nur Level 2 Aufträge. Nicht so genial. Irgendwas Brauchbares? Nee. Nö. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich wollte dir hier noch eine Waffe geben. Hab ich ganz vergessen. Jetzt muss ich Morgensterne in die Hand nehmen. Zwischenstellen damit. Okay. Gucken wir mal an, aber so ein Kampfauftrag ist, werde ich den eh nicht hinkriegen. Cargo nach Kaiwara. Okay. Ist gar nicht mal so sinnlos. Ja, genau. Hunt down what terrorizes Starkendorf. 610. Soll ich das annehmen? Das werden mit Sicherheit entweder Werwölfe sein, die uns sowas von allem machen, oder eine Riesenmenge von hochgelevelten Nachtzehrern. Gut bezahlt ist es ja.
fürchte, werden wir schon ein paar Leute verlieren. Wir gucken mal, wir können hier immer noch abhauen. Und den Auftrag Auftrag sein lassen. Wir haben uns zwar ein bisschen unbeliebt in Starkendorf, aber damit könnte ich leben. Schauen wir mal, was da für Viecher ankommen. Keine Werwölfe, keine Werwölfe, bitte. Bitte keine Werwölfe. Was haben wir denn da? Und auch noch in den Bergen, wie es aussieht, oder? Was sind Werwölfe? Fünf Werwölfe. Das wird heftig. Aber mit Glück machbar. Die will ich allerdings nicht in den Bergen kämpfen, denn die haben einen Bewegungsbonus. Die können durch Gelände laufen, wie sie Bock haben. Hier irgendwo im offenen Feld.